Mein Tipp für erfolgreichen Berufseinstieg ist, viele Fragen, sich einbringen und Mut haben, Fehler zu machen. Nur so kann man etwas dazulernen. Im olympischen Gewichtheben trainiere ich mit bis zum 2,5-fachen von meinem Körpergewicht. Das ist sehr viel Kopfsache. Man muss klein anfangen und sich dann kontinuierlich steigern. Es ist wichtig, dass man Mut hat, dass man will und auch kann an seine Grenzen gehen. Und man muss immer dranbleiben. Das war schon so bei meinem Berufseinstieg. Nach meinem Bachelor in BWL wollte ich etwas Praktisches machen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Erfahrung in Energiewirtschaft. Die BKW hatte zu diesem Zeitpunkt ein Praktikum ausgeschrieben für das Asset Management. Ich hatte das Gefühl, ich probiere es, habe mich beworben und seither bin ich bei BKW. Im Praktikum habe ich die Asset Manager in den Projekten unterstützt. Ich konnte mein Wissen vom Studium sehr gut einbringen. Ich konnte immer Fragen stellen und ich habe sehr viel und regelmässig Feedback erhalten. Je mehr ich mein Wissen unter Beweis stellen konnte, desto mehr Türen haben sich für mich auch geöffnet. Also ich habe neue Leute kennen, neue Bereiche. Ich habe mir ein ganzes Basiswissen und Netzwerk aufbauen, das ich bis heute brauchen kann. Schon vor dem Ende meines Praktikums wusste ich, dass ich in diesem Team bleiben will. Ich habe diesen Wunsch auch geäussert, habe auf das hergearbeitet und am Schluss meines Praktikums eine Stelle als Energiewirtschafterin bekommen. Als Asset Managerin führe ich und betreue rund 30 BKW Wasserkraftwerke. Ich entwickle Strategien für meine Kraftwerke, ich setze Ziele und ich plane Investitionstätigkeiten. Ab und zu kann ich auch zu meinen Wasserkraftanlagen vor Ort gehen. Das ist für mich eine coole Abwechslung. Mich motiviert, dass ich sehr viele Freiheiten habe. Ich bin froh, dass ich mich vor 4 Jahren für das Praktikum bei BKW entschieden habe. Ich lerne noch jetzt immer Neues dazu und ich kann mich weiterentwickeln. Gemeinsam schreiben wir Energiezukunft.